Ja, hi Leute, herzlich willkommen zum Krieg. Ich bin recht krank, hab einen Haufen vergessen aufzunehmen oder hab's weggedrückt oder so. Entschuldigt das bitte. Ihr seht hier mein grünes Team, das ich relativ oft eigentlich fast immer, ja, so gut wie immer. Manchmal paar ich's mit Lila, mit Horson und Lepiota, aber die meiste Zeit spiele ich's einfach mit einem Spotter und mit Reese als Heilerin. Let's go. Wir haben den Krieg gewonnen und sind halt schon wieder 6 Angriffe, 7 Angriffe liegen geblieben. Und das, oh, mich stört das so massiv. Das ist einfach übel. Ich meine, da kann kein anderer was dafür, aber es ist einfach, wenn du dich dauernd mit solchen Sachen rumschlagen musst, dann ist es echt schwierig. So, wir sehen hier, dass wir nichts sehen. Also ich habe grün natürlich, ne? Muss nur schauen, wie ich hier die Steinchen zusammenbringe. Ich entscheide mich hier für 2 Matches. Da fliegt noch mal was hoch. Und Freya ist weg. Was natürlich hilft, denn ich kann jetzt ghosten. Und Hanitra ist annoying, wenn sie auslöst. Also es ist halt blöd, dass dieses Ausweichen aktiv ist. Aber solange du dann Platz hast und einen nicht so gefährlichen Tank und vor allem auch einen Heiler, den du ankriegst. Also es gibt, was ich damit sagen will, es gibt tausend Gründe oder tausend Situationen, wo das nicht zu sehr stört. Trotzdem baller ich hier schon alles rein. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nichts treffe, denn ich habe hier nochmal grün. So sind die gleich wieder an und das sieht man auch schon. Also ich habe gut Steine gehabt in dem Kampf. Das ist echt in Ordnung. Ja, Leute, genau. Schon wieder Krankheit. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, hier Content zu kriegen oder zu generieren. Vielen herzlichen Dank an jeden, der da zuschaut. Da wird wieder mehr kommen. Es ist einfach gerade relativ schwierig und zäh vor allem. Ne? Ich war ja erst krank, jetzt schon wieder. Irgendwie, keine Ahnung, scheint mein Immunsystem so schwach zu sein, dass mich der Kleine mit dem leisesten Furz ansteckt. Genau, Fock macht hier schon kräftig Rabauz und da habe ich sie wieder an. Also das war geschenkt. Ne? Das war ein traumhaftes Board. Wirklich traumhaft. Der Rest der Angriffe lief übrigens, glaub nicht so gut. Also 2 davon habe ich ganz sicher verloren und ich habe sogar einen Clean versaut. Von dem her, wer mich kennt, der weiß, dass ich da richtig dran zu knabbern habe an sowas. So, wir sehen hier mein Alucard-Team, meinen roten Stack. Und der jetzt gepaart mit Horson und Lepiota. Das funktioniert normalerweise relativ gut, denn also Lepiota ist einfach im Angriff eine Bombe. Und durch Horson kriege ich ja dieses Plus an Mana-Rec. So, die Minions. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass Mana dann halt auch reicht. Da war ich ein bisschen baff und erstaunt, dass es nicht gereicht hat. Mach hier den Diamanten, um ein bisschen Bewegung reinzubringen. Das Problem daran ist, es kam Bewegung, aber es kam zu viel Bewegung mit zu wenigen Steinen, die ich brauche. Da fliegt wieder alles rein in sie. Und ihr seht, es kommt relativ wenig. Und da hat mich gewundert, dass Alucard nicht voll ist. Also ihr seht, da ist auch kein Buff drauf, kein Debuff oder so. Da hätte eigentlich meiner Berechnung nach zufolge noch voll sein müssen. So, und jetzt wird es hier langsam, wird es ungemütlich, denn es kommt kein Rot. Ich nehme hier Finlay raus, da haben wir Rot und dann können wir hier die Lakaien verschwinden lassen. Wenn Khufu auslöst, ist halt rum, ne? Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich das Scheiße gespielt habe. Aber auf jeden Fall,
haben wir dann ein Problem gekriegt. Das war vielleicht der falsche Zug. Ich glaube, er hätte noch gar nicht ausgelöst, wenn ich reingespielt hätte. Okay, da ist Leppi am Start. Und das habe ich nicht gesehen. Genau so ist es. Ich habe das nicht gesehen. Mein Kleiner kam rein und ich habe das verpennt. Nicht gesehen, dass Kufu auslöst. Und ich habe hier mega Glück, dass ich das überlebt habe. Und dass ich mit Horsehorn den Hot anbringen kann, also den Heal Over Time anbringen kann. Das dauert dann noch ein, zwei Runden, aber dann ist er einfach, dann ist er st am Start. Ne? Khufu hat hier irgendwie widerstanden. Nee, ah ja, ich habe ja Finlay rausgenommen. Entschuldigt bitte, wie gesagt. Ne? Die Erkältung macht mir gut zu schaffen. Genau, ja, Finlay hätte ausgelöst und ich habe Boni gehabt, also wäre der durchgefräst und da wär nicht mehr viel da gewesen, weil ich ja schon angeschlagen war. Ich habe das lilane Match mit Absicht nicht gemacht, weil ich halt, ich brauche kein Lila, ich brauche Rot. Also natürlich würde Lepiota hätte geholfen, aber wenn ich kein Damage anbringe, dann. Ist es, dann kann ich einen nach dem anderen verstecken und Suri widersteht, glaub als. Nee, in dem Fall nicht. Okay, wie dem auch sei, ich habe mich dafür entschieden, erstmal nach meinen Roten zu gucken. Also jeder, der sich wundert, wieso ich Steine nicht spiele, da ist schon vieles davon sehe ich und mach's trotzdem nicht. Das ist ganz oft so, dass mich Leute drauf ansprechen, wieso hast du den, also du hättest den und den spielen können. Ich meine, es ist nicht so, dass ich da nicht nachdenke und meistens habe ich schon einen Matchplan. Und oftmals blöd ist, dass ich das nicht erwähne und der Zuschauer da nicht weiß, was sich der kleine Eska da überhaupt dabei denkt. Und tatsächlich mittlerweile denkt da was dabei. Nicht immer, aber immer öfter. So, wir sehen hier mein Loki-Team mit Erlang, Shen und Nebel gegen einen langsamen Fiend-Spawner. Den Namen vergessen. Wenn der auslöst, ist natürlich Kacke, ne? Die Teile, die sind echt mies. So, ich spiele gelb rein und hoffe dann, dass blau reicht. Ich meine, oh, five in a row, das reicht natürlich. Finlay ist an. Drei Steine, aber ich hole mir Loki und Kirill. Und dann gibt es einen Burn. So, und die Gelben sind an. Das bedeutet, ich kann die Mutter hier runterbremsen und sie ist langsam, ne? Das war ja kein Rush. Also. Und dann steht sie auch noch ganz außen. Irgendwie verstehe ich das nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Also, was sollen die machen? Ich meine, da muss es schon mega kacke laufen, dass du so viel in die Mutter reinspielen musst, dass die auslöst. Die frisst ja gut Steine, bis sie mal in die Puschen kommt. Genau. So viel dazu. Und dann gibt's noch mein Minion-Team. Entschuldigung. Ah, oh Gott. Und so gern ich das eigentlich spiele, es ist einfach durch dieses, also es ist ein bisschen langsamer und haut dann nicht so hart zu, weil halt, also Pengi selbst mit dem Angriffsbuff von Glenda oder so, er braucht Minions und solange die nicht generiert sind, macht er zwar Schaden, aber jetzt nicht so überwältigend. Da habe ich ganz oft ein Problem damit, dass er mit zwei Minions oder so links und rechts oder was,
Es killt halt nichts, ne? Also es killt vielleicht ein oder so, aber es nimmt keine Seite raus oder sogar alle oder so, selbst wenn sie schon angeschlagen sind. Das ist mir in letzter Zeit schon oft passiert. Und ich spiele hier Lila gegen Lila Tank. Hab aber eine gelbe und eine rote Flanke. Von dem her war der Matchplan da auch klar, weil irgendwann ist es halt so bei, und da waren, glaube ich, nur lila Tanks in der Alli und dann hast du so viel Gelb hat man nicht. Also ich zumindest nicht. Und ich glaube alle anderen bei uns auch nicht. So, dann habe ich hier eine richtig große Combo losgetreten, um ein bisschen Steine zu kriegen. Und dann ist es halt so, dass um Blau zu kriegen, muss ich ja auch noch Grün spielen. Und erst Glenda, Attack up. Und da seht ihr das, das reicht halt nicht, ne? Und das halt, dann ist es echt eng. Also das muss im Normalfall, muss das halt schon reichen. Killherr darf hier nicht auslösen. Keine Ahnung, ob ich da dann zu wenig Steinschaden vorher reinbringe oder so beim Aufladen, aber irgendwie reicht's oft nicht. So, Glenda ist hier Geschichte und zack, er macht mir meinen Heiler weg. Und noch meinen Minion-Spawner. Morell hätte eh ausgelöst, deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machst du hier die große Combo und schaust, dass du. Das so, ja, genau, und damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da alles hochfliegt. Und da hätte ich genauer schauen müssen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Da hätte ich genauer schauen müssen und dann wäre es nämlich schon passiert gewesen. Elradier löst aus und auch wenn er fast null Schaden macht, reicht's hier. Die waren einfach schon angeschlagen. Genau, das war mein Krieg. Wie gesagt, wir haben den gewonnen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dann, haut rein. Grüße gehen.